So, der eine Kumpel will mir erzählen, dass er zur Bundeswehr geht, obwohl er seinen türkischen Pass abgegeben hat, um nicht eingezogen zu werden. Der will jetzt. Achso, ja, aber vielleicht will er nicht zur türkischen, ich weiß nicht, wie die Wehr heißt. Zum türkischen Militär will er vielleicht nicht. Aber vielleicht zum deutschen, weil er halt vielleicht hier lebt. Ich meine, kann ja sein. So, wo will ich jetzt als nächstes hin? Blob. Also, wir sind jetzt hier. Ich würde gerne die Sonne erschaffen. Und dafür müssten wir eigentlich direkt hier hoch. Nicht über den. Wenn wir wieder am Berg sind, dann einfach quer nach oben. Ja, oder ich hole mir. Ich glaube, ich hole mir. Ich mach's mal einfacher. Genau. Wir gehen erstmal nach rechts rüber. Ich hole mir den Moon Radar Perk. Und dann hangel ich mich einfach in die Sambauer hoch. Ich glaube, das wäre sicherer. Genau. Das ist erstmal wieder zurück in die Schleimkaverne. Da kann ich ja auch überleben, ganz einfach. Das ist ja kein Problem. So. Blub. 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 Aber das lasse ich noch. Da ist die Hand. Ich mag's. Es aussieht wie ein Vogel. Irgendwie kriege ich das nicht mehr so richtig hin. Irgendwie verliert er zu viel Energie. Wahrscheinlich wegen den anderen. Egal. Wir teleportieren. Es geht sowieso schneller. Ah, ich bin schon da. Dann einmal nach unten. Bumm. Und da sind wir schon. Sehr gut, ist es nicht verschwunden. Derjenige, der von unten meinen Liedern zuhört. G-Dis-G-E-A-E-C-B-Gis-F. Ja. Ich nehme den Mondradar lieber. Mondradar. Du kannst Mondenergie spüren. Und da sind wir jetzt im Mond. Wir müssen nur einmal dahin. Also als ich das letzte Mal den Mond-Perk genommen habe, das war leider nicht in der Aufnahme oder im Stream, sondern eher privat, da habe ich gegen Mecha-Kolmi gekämpft und dann verloren. War aber ein guter Kampf. Auch wenn ich mich eher versteckt habe. Aber ich habe ihn mit dem gigantischen schwarzen Loch bekämpft. Ich glaube, das war der. Er ist ein statisches Projektil. Es müsste der gewesen sein. Es war nicht super stark, aber es konnte ihn wenigstens verletzen. Ich hatte nämlich keinen Blitzschaden dabei. Und es hat seine Raketen abgetrieben. So, jetzt einmal bis nach oben. Da oben waren wir natürlich schon drin. So, es wird jetzt ein bisschen dauern, bis wir da ganz oben sind. Es ist ganz oben. Ja, auf derselben Höhe wie der Mond selber. Oh Gott, es geht ja noch weiter. So, gibt es da keine Mauer mehr? Oder bin ich schon. Ich glaube, ich muss links rüber. Perfekt. Okay. Du solltest dir wirklich eine Towerwand holen für deinen TP. Da bekommt man ja Zustände. Eine Towerwand? Was ist eine Towerwand? Ich habe normale Zauber. Ein Tower. Achso, ein Tower erwähnt. Im Turm war ich noch nicht. Ich könnte mal im Turm reinschauen.
Für dein TP, für meine Lebenspunkte. Gibt es denn da gute Zauberstäbe für meine Lebenspunkte? Ich meine Heilung ist mehr schlecht als recht, aber sie funktioniert. Manchmal. Und Scrapped zu 8 Hallöchen. Ich meine, ich könnte im Tor nachschauen. Ist es. Obwohl. Ist. So schwierig, also so gefährlich, was ich jetzt. Okay, es ist gefährlich, was ich jetzt gleich mache, aber. So tödlich wird es nicht sein. Naja, dein Teleport ist super. Ach so, wenn es um den Teleport geht. Das geht schon. Also, glaube ich. Der ist nicht gut, aber ich habe auch leider nur den Dingens-Teleport. Den Teleport-Blitzer, nicht den kurzen. Tatsächlich ja. Nachdem ich hier durch. Also, nachdem ich die guten Aurin-Kiwi eingepflanzt habe, gehe ich in den Tower. Ja, Sui, sag mal, Sui, seit dem Beta-Patch gibt es doch angeblich einen neuen Boss. Weißt du, wo der ist und was der kann? So. Ich bin nicht gemeint. Sehr gut. Aber ja, ich glaube, also, ich meine, ich habe auch was gehört. Über die, ich glaube, Meatball? Und den anderen. Du kannst mir. Also wissen tue ich es nicht. Ich meine nur, dass ich was von einem Meatball gehört habe. Wo der genau ist, weiß ich aber nicht. Und einen anderen Boss, der. Es gibt. Ah, genau. Da, so ich sag schon. Perfekt. Ja, genau. Und ja. Er weiß diesbezüglich wahrscheinlich einiges mehr als ich. Also ich müsste. Der Mond ist echt weit oben. Aber ich müsste aber gleich auf derselben Höhe sein. So, und jetzt haben wir hier durch. So, und jetzt einmal rüber. Und hoffen, dass ich nicht sterbe. Der Mond ist weit weg. Das große Werk betreten, toll. Okay, ich glaube, ich bin ein bisschen über dem Mond. Da ist müsste jetzt sein. Da ist er, perfekt. Okay, hoch, hoch, hoch. Hoch, gut. Ah. Uff. Uff, ich bin endlich mal auf dem Mond. Und der Mond besteht aus Käse. Jeder wusste es. Aber hier ist nochmal der Beweis. Kann ich den eigentlich essen? Ich kann ihn essen. Toll. Dann esse ich mich rein. Ich esse den Mond auf. Ja, ich glaube, ich explodiere dann, wenn ich das weitermache. Da muss ich aufpassen. Ich möchte nicht einfach so explodieren, wenn ich den Mond esse. Das wäre peinlich. Also, wie bohre ich mich jetzt da am besten rein? Ich glaube, ich nehme den hier. Ich tue das mal hier raus. Und bohre mich mal hier rein. Okay, der ist sehr langsam. Perfekt. Wir wollen mal zum Mondzentrum. Zum Zentrum vom Käse. So, ich glaube, das ist das Zentrum. Das können wir auch mal hier öffnen. Oh, falscher Zauber. Zum Glück habe ich endlich keinen Zauberstab, der mich selber umbringen kann. Natürlich wird es dunkel, das ist ja klasse. Aber
Frage, ich könnte eben ein bisschen schneller machen. Ich muss den nicht hier abkürzen. So, ich glaube, das reicht schon, wenn ich das so mache. Ja. Wunderbar. Okay. Dann machen wir das wieder richtig. Das kommt zurück. Das kommt dahin. Wo kommt der nochmal? Den tue ich aber da hinten hin. Das ist falscher Zauber. Ich kann mich heilen. Wunderbar. Oh, der ist noch mit Wasser voll. Tu das Wasser mal woanders hin. Da hinten hin. So. Okay. Okay, wie mache ich jetzt da weiter? Ich müsste... Okay, der zündet meinen Mond an. Nicht ganz, okay. Ich müsste ihn nur da rein tun. Der zündet das Wasser ein bisschen an. Ich kann den aber nicht entzünden, mir fehlt noch was. Ich bin jetzt noch rumgerannt, ohne was zu haben, damit ich ihn... Das ist ja super schlau von mir. Ich habe die heilige Bombe vergessen. Oh, wird das eine Sandquest? Absolut. Genau, ich wollte eigentlich die erste Sonne noch zünden. Aber ich habe meine Bomben nicht dabei. Die müssen unten sein. Sehr gut. Dann gehe ich jetzt zum... 10 normale Bomben tun es auch. Ja, ich habe nicht eine... Ich habe nichts, was explodieren kann. Glaube ich. Ich habe einen Tentakel. Ich habe Thaddäus dabei. Ich könnte das Ende von allem... Vielleicht geht das auch. Nein. Nee. Ich habe wirklich nichts dabei. Nee, ich muss nochmal nach unten. Oh, ist das blöd. Oder gibt es hier unter dem Mond auch Zauberstäbe? Es gibt einen Shop. Warte. Ich weiß, dass es einen Shop gibt. Ja. Wenn wir Glück haben, gibt es dann irgendwas, was explodiert. Lava ging auch, oder? Ich habe nicht mal Lava dabei. Mm-mm. Wir können mal hier im Shop reinschauen. Ich hoffe, das da stört mich ein bisschen, das Gebiet hier. Aber ja, ich glaube, See aus Lava ging auch. Ja. Wir schauen im Shop rein. Wusch. Oh. So. Ich hoffe, ich finde den Shop. Oh. Ja, weg mit dir. Oh Gott, was war denn das? War das Polymorphin? Ist das ein Polymorphin-Dingens? Es ist ja gut, dass er da eingesperrt ist, weil das ist gefährlich. Das war schön, was immer da explodiert ist. Oh, noch einer von denen. Okay, da könnte ein Zauberstab gewesen sein. Ich habe aber keine Ahnung, wo ich hier bin. Der sieht alles gleich aus. Ich meine, notfalls lande ich wieder ganz unten. Das ist auch nicht schlimm. Die halten schon etwas hier aus. Okay, ich bin jetzt irgendwo hier. Warte. Okay, wenn das alles Wolken sind, dann bin ich nicht hier, sondern ich bin
hier durch. Und jetzt bin ich entweder hier unten. Oh Gott, das sind ja überall Sachen. Okay. Ich glaube, ich bin hier. Okay, das heißt, wenn ich mich links halte, dann kommt irgendwann. Oder ich bin da. Obwohl, das wäre mir aufgefallen, weil ich bin nicht durch das Gebiet durch. Ich habe keinen Schnee gesehen. Mit anderen Worten, wenn ich irgendein Gebiet finde, wo ganz viele Zaubersachen sind, dann ist das gut. Ist es die neue Beta-Map? Nö, nö. Ich mache erstmal das Standardmäßige. Erstmal das Standardmäßige. Ich komme so selten raus aus dem Gebiet. Das heißt, ich würde erstmal das normal versuchen. So, wo bin ich denn jetzt? Ah, das ist ein Zauber. Okay, ich bin da. Ich habe ein M gefunden. Toll. Weg mit dir. Das könnte cool sein. Ach, die kosten Gold. Ist ja ein toller Shop. Ich bin arm. Wie viel Leben. Ja, ich glaube, ich kriege nicht genügend Gold zusammen, um mir irgendeinen Zauber zu kaufen. Ich glaube, ich gehe ganz rum, bevor ich herumirre. Einmal nach unten. Ich hole mir eine Bombe. Irgendwo unten muss eine Bombe sein. Wow. Oh Gott, weg von denen, weg von denen. Ich kann den nicht einschätzen. Destruction Spell. Aber ist zu teuer für mich. Sind alle Sachen hier viel zu teuer. Oh, okay, Teleport. Ja, einfach nach unten. Das Einzige, was du über sie wissen musst, ist, dass sie polybluten. Ja, dann halte ich mich sehr, sehr weit weg von denen. Das ist ein guter Grund, die zu ignorieren. Wow! Und da ist ja einer. Oh Gott, was ist denn da passiert? Okay, sieht gut aus. Ich lande jetzt irgendwo nach unten. Oh, ich bin da. Und platsch. Sehr gut. Dann zurück. Ich habe da irgendwo. Und ich kann mal schauen, ob ich da noch ein Auge habe. Das wäre nämlich nett. Glaube ich, meine ich hätte eins gelagert. Oh, ist das blöd. Wenn ich einmal die Sunseed eingepflanzt habe, die hätte ich oben lassen können. Es ist spät. Ich hätte die oben lassen sollen, im Mond. Dann hätte ich. Ich müsste jetzt hin und her. Ach, ist das dämlich von mir. Ich sehr schlau. Oh, gut. Wir könnten da noch einen Abstecher im Tower machen. Vielleicht finde ich da einen guten Zauberstab, mit dem ich mich gut teleportieren kann. Das wurde hier angegriffen. Wohin gehe ich überhaupt? Ich bin im Eisgebiet. Das ist komplett falsch. Mann. Ja, das geht alles kreuz und quer. Blub. Blub.
ist denn mit dem? Okay, das ist eine Streuung, wahrscheinlich, weil es zu das Spiel ein bisschen das hinterherzieht. Wahrscheinlich ist es deswegen ein bisschen ich nichts sprechen. Es verzieht deswegen wahrscheinlich, weil das Bild rüberzieht. So, was ist mit dem? Weg mit dir. Gut. Welches ist das gute Neutierwiki, wo noch gepflegt wird? Ich weiß nur, dass es zwei gibt. Wahrscheinlich das Meatball drin hat. Vielleicht. Wenn der schon eingetragen ist. Ich weiß nicht, ob die Beta-Sachen drin haben. Okay, also ich hätte gern auch den Feuerstein bei mir, aber das kann ich jetzt nicht mitnehmen, wenn ich ja Aurin noch dabei habe. Wir gehen aber einmal, obwohl, ich bin schlau, ich lasse Tanakiwi hier. Wenn ich das Auge finde, kann ich es ja mitnehmen. Schlau. Au. Ja, ich kann ja hier durch Portale gehen. Das ist ja kein Problem. Vielleicht finde ich da ja irgendeine Bombe. Ein Ei wäre nicht schlecht. Dann hätte ich zwei. Das ging noch schneller. Könnte den da hinlegen. Das macht kein Problem. Er nimmt sowieso nur den letzten Zauber. Okay, keine Bombe hier. Noch weiter nach unten. Bop. So, nö, 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 nö. Auch nicht. Weiter nach unten. Auch nicht, auch nicht. Da war nur eine kleine Bombe. Ich weiß noch nicht, ob es damit geht. Wir finden bestimmt noch eine. Mit den inaktiven Kristallen geht's auch, oder? Oder ich könnte die heilige Bombe mitnehmen. Nehme mal beide mit. Der inaktive Kristall. Den tue ich mal dahin. Und die heilige Bombe. Ich glaube, damit geht's auch. Obwohl, ich möchte den gesamten Mond nicht wegspringen. Oh, ich habe ein Auge nicht gesehen. Das ist blöd. Vielleicht weiter unten? Nee, sieht nicht danach aus. Ah, das sind noch normale Bomben. Die könnte ich auch noch mitnehmen. Dann lasse ich den Plasmastrahl hier. Wir kaufen eine normale Bombe. Obwohl, ich bräuchte sehr viele, die ich spawnen könnte. Mit Orbit Lapa sollte es aber gehen. Vier? Dann müsste ich ihn nur dreimal abfeuern. Obwohl, nee, zweimal. Ich glaube, das reicht sogar. Ich würde noch einmal kurz unten nachschauen. Ob da noch ein Auge ist. Und das könnte ich noch mitnehmen. Noch mehr Lebenspunkte, super. Und was haben wir denn da? Weil da bin ich schon mal durchgekommen. Also ich bin gespannt, was die Beta so bringen wird. Also, dich später, was jetzt als nächstes Update herkommt. Und vielleicht noch ein paar Rätsel. Ich meine, ein paar Rätsel sind noch offen geblieben. Wie zum Beispiel das gute Augenrätsel. Oder das gute, wie nennen wir diesen Cauldron Room.
Der schöne Kessel dort. Ja, da habe ich irgendwas kaputt gemacht. Toll. Divide würde sonst helfen bei dem Massenspawn. Ja, ich... ja. Nehme ich mit. Klar, Divide hätte ich... wenn ich die Musikbox nicht kaputt gemacht hätte. Ich finde bestimmt... Also ich krieg das bestimmt doch hin. Nee. Aber ich habe einen Feuerstein. Perfekt. Komm mit. Ah, sehr schön. Das ist auch nicht schlecht. Und ich habe Kuh hier unten. Das ist wichtig. Das muss ich mir merken. So, was habe ich hier? Das ist das. Das ist das. Da, nee. Nee. Ich habe kein Divide Spell hier. Aber egal. Ich habe jetzt die Steine. Ich müsste nur einmal nach oben, dann wieder nach unten, nach oben, nach unten. Das ist hässlich. Aber wir haben die Bomben gefunden. Das ist auch ein Schritt. Oh, was haben wir hier? Nochmal ein Ei. Krieger hinzufügen. Mehr aus Öl. Naja. Oh. Eine Bombe. Auch nicht. Okay, das heißt, wir könnten einmal zum Tower gehen und einen besseren Zauberstab mitnehmen. So, der Tower, der war ja... Obwohl, wir könnten eigentlich auch durch das... Aber will ich mich von unten nach oben durcharbeiten? Eigentlich nicht. Nee, ich würde einfach gleich oben einsteigen. Ich meine, hier könnten wir uns gut von oben nach unten durchbohren. Die Zauberstäbe sind ja da. Glaube ich. Ja, das sollte eigentlich da sein. Ich bin gerade hier unten, wenn ich mich einfach quer nach oben rechts durchbohre und dann an der verfluchten Wand nach oben halte, das sollte kein Problem sein. Blub. So, das ist einfach nach rechts rüber. Ah, den habe ich komplett vergessen. Ich meine, ich könnte ihn umbringen, oder? Ich weiß aber nicht, ob ein Tentakel eine Hürde für ihn ist. Oh. Oh. Die habe ich komplett vergessen. Gerade gesehen, der Diaboss wurde gepimpt. Ambrose wirkt nicht mehr. Wie killt man den jetzt am besten? Wirft der Plasma DMG zurück? Ich meine, keine Ahnung, aber. Ja. Keine Ahnung. Sui, du bist dran. So. Oh, aua. Okay, da sind wir hier. Dann einmal nach oben. Sehr schön. Ja, okay, dabei bin ich schon einmal durch. Da bin ich ja, glaube ich, noch oben geportet. Blub, 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 blub. Komm schon. Ja, das ist ja... super da oben. So, und ich müsste mich irgendwo nach unten bohren.
glaube hier. Einfach durch. Was soll schon passieren? Oh, perfekt. Ja, wer bist denn du? So, dann trennen wir mal das oben ab. Weg mit dem Deckel. Und heilen. Bin ich voll mit Öl? Ja, bin ich. Perfekt, okay. Uff. Das kommt weg. Das kommt mal irgendwo hin. Ich habe keinen Platz mehr dafür. Das ist ja furchtbar. So, was bist denn du? Weg mit dir. Ja. Also, dann haben wir einen guten. Das ist eine echt gute Zauberstäbe hier. Oh, immer wirkt mit Atombombe. Toll. Ja, den kann ich bestimmt gebrauchen. So, der ist auch nicht schlecht. 26. Okay, warte. Dann kommt erstmal das hier an den Boden. Wupp. Dann nehme ich mal den hier. Oh, ich kann nur einen nehmen. Egal, der war sowieso nicht schlecht. 26 Slots, das ist in Ordnung. Dann nehmen wir, wo ist mein Teleporter? Da. Perfekt. Die kann man an der PW nochmal sammeln. PW? Privatparty? Nee, falsch. Das ist PP. Parallelwelt, okay. Das ist gut zu wissen. Sind dann immer dieselben, oder? Wahrscheinlich, ja. So, dann machen wir das doch mal so. Blub, blub. Dann sollte das jetzt eigentlich als Speicher gehen. Wenn ich es richtig gemacht habe. Nee, ich habe den Speicher falsch gebaut. Weg mit denen. Oh Gott. Ich muss ja 1000 Lebenspunkte haben. Leichte Variationen in den Stats, aber im Prinzip dieselben. Okay. Warum geht es nicht mehr? Ach, weil der Zauberbeschwörung von 26 hat. Klar, natürlich geht's nicht. Oh, ich kann den nicht als Speicher verwenden. Okay. Weg damit. Obwohl, die kann ich ja da reintun, das ist ja kein Problem. Den kann ich auch da reintun, ist ja kein Problem. Wenn ich das mit nichts fülle, dann geht's trotzdem. Ist ja in Ordnung so. Und wo habe ich das andere? Ich hatte noch einen Zauber. Den da. Den kann ich da auch noch reintun. Toll. So. Dann haben wir die jetzt fertig. Das Ei muss leider darüber. Die können wir aber kopieren mit irgendwas. Ich habe doch Tau mitgenommen. Genau, die nächsten zwei Zauber sind immer da. Mana und Lumi kann doch auf den Wand, das spart Platz und macht ihn schneller. Perfekt, ja. Du hast recht. Das kommt darüber. Und Mana können wir auch noch reintun. Ja, die kommen mal ganz nach hinten, ganz ehrlich. Weg damit. Lop. Wow. Ja gut. Damit töte ich mich irgendwann mal selber. Ich sehe mich schon, wie ich mich damit umbringe. Oh Gott, kann ich auch nur einmal abfallen? Nein, kann ich nicht. Ich glaube, der ist ein bisschen zu schnell. Oh Gott, nein. Ich glaube, ich wechsle den mit dem da oben aus. Der ist ein bisschen zu schnell. Warte. So, weg damit. So, besser. Wenn ich den jetzt verwende, dann tötet mich das nicht selber, oder? Nein. Du brauchst das Reduce Recharge. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber das sieht jetzt gut aus. Das ist schön. Hätte ich jetzt noch einen Rückstoßdämpfer, wäre es toll. Aber der kostet ganz schön viel Energie. Aber ich kann damit fliegen. So, wie ist der Teleport-Server jetzt? Und ich sollte einmal den hier reintun, weil der kostet ganz schön viel Energie. Perfekt, das geht wieder. Das war falsch. Ist immer noch schnell.
Aber damit kann ich jetzt leben. Ist nicht zu schnell. Okay, perfekt. Dann hatten wir das. Das brauchen wir nicht. Die Bomben brauchen wir später. Die brauchen wir später. Gut, dann wieder nach oben. Wir haben alles dabei. Wir müssen nur zweimal zurück zum Berg. Ich glaube, das ist richtig. Ups. Ja, perfekt. Dann sind wir wieder beim Berg. Das heißt, wenn ich jetzt immer nach oben halte. Ja, fast. So richtig funktioniert das nicht. Wo bin ich jetzt? Ach, hier. Dann. Oh, okay. Klar, dann geht das nicht. Dann machen wir dasselbe wie vorher. Wir teleportieren uns an der Seite. Ah, ich mag das aber nicht. Wir teleportieren uns einfach nach oben. Oder ich flieg so damit. Einfach mit Thaddäus nach oben. Ja. Wir sind eine Rakete. Recharge zieht zu viel Mana. Dann entferne ich das gleich. Ich muss nur kurz nach oben fliegen. Zum Mond. Ja, wir sind schon durch die Wolkendecke. So. Sieht imposant aus. So, Reduce Mana, waren wir denn das? Okay, da ist nur das. Das ist in Ordnung. Der da. Ja, da hast du recht. Perfekt. Okay, ich darf aber nicht mit dem Zauber eine von diesen Ulimo-Dinger treffen. Ja. Wenn ich eins von denen treffe, weil der hat ja einen Laser drin. Das ist dann ein bisschen schlecht. So, was mit dem los? Au. Oh Gott, da ist ja schon einer. Was passiert denn? Ja, so einfach geht es nicht. Nee, es dreht ja vollkommen durch. Und nach oben. Ja, falsch. So, wir fliegen mal mit der Rakete ein bisschen nach links rüber und dann starten wir einfach. Aber die Wolkendecke geht nicht bis ganz links rüber. Doch ein bisschen. Zauber. Das kenne ich ja gar nicht. Blut zu Kraft, ja, ich glaube nicht. Jetzt müssen wir den Weg leider zweimal machen. Ja, da waren die White Spell, glaube ich. Aber ich bin zu arm dafür. Ah, der ist nah dran. Weg, 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 weg. Gut. Blub, blub, blub. Hätte ich gewusst, dass du keine Chainsaws hast. Warte, ich mach mal kurz weg von dem. Ah, wir sind gleich beim Mo. Nee, sind wir nicht. Hab schon. Gut. Warte, da ist nur wieder einer von den Typen. Ja. Das ist nochmal das Ende von allem. Toll. Aber den Zauber brauche ich. Nach oben. So, hier bin ich etwas sicher. Glaube ich. So, hätte ich gewusst, dass du keine Chainsaws hast, hätte ich was gesagt, als wir die drei Chainsaws im HM-Shop gesehen haben. Das würde so viel lösen.
Aber ich bin ich. Und die Lösungen hier müssen anders sein. Ja, Chainsaw ist wirklich gut. Ich glaube, mein Gott, wie weit ist denn der Mond weg? Das ist ja wie im echten Leben. Ich will doch nur zum Mond. Ich will den Käse essen. Gut, der ist weg. Wenn ich nicht fliegen kann, komm schon, nicht nach unten, nach oben. Gut, noch ein bisschen. Gut, noch weiter. Das war falsch rum. Sehr gut. Aua. Ah, wunderbar, wir sind wieder beim Käse. Uff. Okay. Wir lassen jetzt den hier. Ich meine, den können wir einfach da reinwerfen, das macht ja nichts. Da liegt er erstmal schön. Jetzt muss ich wieder nach unten. Weil ich ja keinen Platz habe. Okay, wir holen jetzt den Stein. Den Erdstein, genau. Der liegt ja nach unten. Und wieder nach unten. Das ist super von mir immer. Aber ja, das war mein Fehler. Den muss ich jetzt wieder gut machen. Super. Ich würde gerne in den Wolken vorbei. Wenn das geht. Wow. Ich hasse dich. Ich ja auch nicht. Okay, dann einfach nach unten bohren. Teleportkristall? Gibt's einen? Keine Ahnung von Teleportkristallen. Einmal durch alle Wolkenschichten durch. Oh. Okay, wir haben es geschafft. Kann ich mich heilen? Ne, wir haben es nicht geschafft. Und blub. Und da sind ja so viele. Oh Gott. 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 Nicht schlimm, glaube ich. Nein. Schön. Aber wir haben eine Menge gelernt. Und das eine Minute vor Mitternacht. Wow. Ich mache normalerweise immer um 0 Uhr ein Streamende. Interessant. Das Universum wollte mir was sagen. Ja, das ist leider ein bisschen schade. Das war jetzt blöd. Das wäre alles nicht passiert, hätte ich halt den San die Sunseed eben oben gelassen. Ja. Wie weit ist denn eigentlich diese Wolkendeck, also Schicht? Das ist ja echt furchtbar gewesen, warte. Ah, deswegen. Wäre ich nach rechts rüber gegangen, dann wäre es einfacher gewesen. Wie ruhig kann man bleiben? Unglaublich, ja. Ich kann mich nicht wirklich mal aufregen. Das ist immer, ja. Es ist ärgerlich in der Tat, aber es ist, ja. Das Problem, was ich halt jetzt gemacht habe, war, ich bin nach links rüber. Ich hätte mir die Karte vorher anschauen sollen. Wahrscheinlich war ich hier irgendwie am äußeren Rand. So wie ich glaube, ich war wirklich am äußeren Rand. Wäre ich noch weiter links rüber, dann hätte ich einfach mich runterfallen lassen können. Ja, das ist blöd. Ich glaube, ich bin irgendwo hier gestorben. Oder da.
Ah, schön. Naja. Naja, ist halt jetzt unglücklich gewesen. Ja. Aber einem Sur-Uku zu sterben ist keine Schande, die sind gefährlich. Ja. Aber wie hat er mich jetzt genau verwandelt? War das sein Blut oder war das sein... Der schießt ja immer irgendwas ab. War das etwas, was er abgefeuert hat? Ich meine, die haben ja so eine Kugel da. Ah. Entfernen mal kurz das hier. Gehen wir mal hier rüber. Wir können mal die Stats anschauen. Das ist ja ganz nett. Gar ein Rekord. Besuchte Orte 51. Getötete Feinde 2000. Gefundene Gegenstände 161. Toll. Ich weiß noch nicht, was Abschlussserie heißt. Null? Wahrscheinlich Siege in Serie, wahrscheinlich. So, was ist denn hier neu? Ah. Wir haben einmal Dingens getötet. Und einmal Heive. Sogar sechsmal. Ah, und ich habe zum ersten Mal Gamma gefunden. Ah. Und Voraussetzungen ansonsten. Ja, oh Gott, das sind alles schöne Sachen. Ja. Ärgert mich ein bisschen, aber ja. Es ist halt Neuter. Und wenn man in Neuter stirbt und man hat eine Geschichte, dann ist es eigentlich ganz gut. Ich habe damals auch Dwarf Fortress gespielt und Losing is Fun. Und das ist halt auch in Neuter. Es ist die Geschichte, die dann immer da rauskommt. Oder der Tod, der einfach passiert. Ja, wahrscheinlich Poliblut, das von oben durchkam, wollte halt, ja. Ja, okay. Ja, Polymorphin, ja. Aber okay, dann ist es jetzt so passiert. Es ist direkt 0 Uhr. Besiegel es noch mit dem neuen Spiel, indem ich einmal drauf drücke. Das immer steht, wird aufgrund von Mod-Änderungen neu gestartet, obwohl ich nicht mal Mods drin habe. Aber ich besiegel es damit und dann. Ah. Oh, dabei war es so ärgerlich, vom letzten durch, also letzten Durchgang, in dem ich ausbrechen konnte und etwas weit kam, etwas weiter kam. Nicht so weit, aber etwas weiter. Und bis ich wieder sowas hier vorbereitet habe, hat es ein bisschen gedauert. Oh Gott. So. Aber ich sage dann einmal Dankeschön. Ich speichere ja einmal und wahrscheinlich mache ich wieder meine Freizeit einen Durchgang, in dem ich wieder ausbrechen kann und ein paar Sachen zusammensammeln, damit ich wieder weiter da ungefähr weitermachen kann, wo ich aufgehört habe. Wenn ich die Zeit finde, ist ja auch so eine Sache. Obwohl, der nächste Stream ist ja eigentlich wieder heute am Dienstag. Vielleicht mache ich normalen, also diesen Run hier am Dienstag. Mal sehen, wie weit ich komme. So, aber ich sage erstmal Dankeschön und bis zum nächsten Mal, in dem wir es hoffentlich schaffen.